So, Freunde der Nacht, ich reagiere mal auf das Skandal-Interview mit Frauke Ludewig und Olli Pocher, beziehungsweise nutze ich das mal, ist ja auch ein spannendes Thema, um über, ja, aus Sicht des Paartherapeuten, was kann man da sagen? Also nicht, dass ich jetzt ihre Beziehungen kennen würde, aber von dem, was er jetzt gleich so sagt, kann man vielleicht das eine oder andere mal schließen, wo man vielleicht sagen kann, ja, das ist ganz oft so. Und ja, gucken wir uns das doch einfach mal an. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sehr gewünscht hast. Ich freue mich total, dass du hier bist. Und ich möchte einfach erst mal wissen, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, also, es ist jetzt, also Mitleid, ich werde ja mit sehr viel, ach Mensch, du, das tut mir so leid, du Ärmster und so. Also, verlinkt das hier drunter, es läuft auf RTL das Ganze, aber ich packe den Link hier unten runter. Wird man ja überschüttet, aber Mitleid ist jetzt nicht meine Basis, auf der ich hier mein Geschäftsmodell herstelle. Das ist eine, ist natürlich keine supergeile Geschichte und auch nichts Tolles, wenn es so läuft, wie es läuft. Aber jetzt muss ich mit der Situation umgehen, versuche das Beste draus zu machen. Da war jetzt also praktisch mit dem Podcast, das war ja die erste Geschichte. Wir haben ja mit Amira einfach einen Podcast zusammen, der natürlich so dann nicht mehr möglich ist. Und dann haben wir halt mit Sandy habe ich dann gesprochen, habe gesagt, du, das haben wir auch bei uns im Podcast erwähnt, Podimo hätte gerne diese Mann-Frau-Konstellation. Ja, das wäre echt ein cool, dass er seine Ex da jetzt geholt hat, das ist schon eine krasse Sache. Wie sieht's denn aus, hast du Lust und Interesse? Und dann zum Beispiel musste man da eine schnelle Entscheidung treffen und dann nebenbei hat man ja noch Kinder, da muss man sich jetzt wieder um alle möglichen Sachen kümmern und organisieren und wann hast du die Kinder, wann nicht. Komischerweise ist da teilweise auch ein bisschen Druck in der Veranstaltung, gar nicht von meiner Seite, aber von der anderen Seite. Aber muss man mit umgehen. Also du bist natürlich ein totaler Profi, so kenne ich dich. Du hast jetzt eben natürlich auch sehr viel über das Geschäft gesprochen, also Podcast muss weitergehen. Super Idee, das gleich mit deiner Ex-Frau zu machen. Das ist alles dieses Business, das beherrschst du natürlich aus dem FF. Aber wie geht's dir emotional? Also was macht das alles auch mit dir? Na, ich habe ja die Leute, ich habe ja gesagt, auch bei Social Media oder so, dass es für mich nicht einfach nur, dass es immer gute Laune gibt. Also Amira geht da anders mit um. Die malt Bilder und spielt Klavier. Wenn sie meint, dass das ihr Gefühlszustand ist, dann soll sie den gerne nach außen so tragen. Bei mir ist es halt so, dass ich sehr transparent in der ganzen Veranstaltung. Ja gut, ich meine, er ist natürlich, ich versuche das mal ein bisschen größer zu ziehen hier, er ist natürlich sauer, ja klar, dann ist das halt so, ne? Aber gut, ist ja auch, dass Amira Pocher jetzt ja auch reihenweise Werbung macht und früher hatten die, waren das ja die größten Ätzer gegen in der Pandemiezeit gegen Influencer und Influencer-Werbung. Jetzt macht sie das selber die ganze Zeit oder oh, also ich sag mal ganz ehrlich, ich bin weder, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weder ein Amira Pocher-Fan jetzt direkt noch von dem Glückskeks-Coach, wie er jetzt gleich genannt wird, der immer, was auch immer da jetzt ist oder nicht ist, angeblich ist da ja nichts, aber der wird ja immer wieder genannt, also von diesem, aber auch jetzt, also von diesen, halt das, von diesen ganzen Leuten, die man nur diese Memes produzieren und Sprüche klopfen, heiße ich so gar nicht, diese Art von Coaches. Aber gut, ist ja auch nur meine persönliche Meinung, dass bestimmt auch viele, die von mir denken, mein Gott, der mit seinen Fußballtrikots immer. So ist das eben. Aber ich, ist das alles zu seicht, ne? Dass man so einfach als, vielleicht mal als Background bin und das ja auch immer so gesagt habe. Und ich meine, wir haben irgendwie über 100, wir sind irgendwie 4 Jahre fast, wir haben fast 180 Podcasts zusammen gemacht. Also unsere ganze Beziehung ab einem gewissen Zeitpunkt ist in einer gewissen Form in der Öffentlichkeit gewesen. Und da gehört dann eine Trennung auch mit dazu. Und dann muss man halt auch damit umgehen und versuchen, Woche für Woche was draus zu machen. Ist das etwa jetzt das berühmte 4. Jahr, wo man sich immer trennt? Muss ich nochmal gerade gucken, ob ich das finde, wann sie sich kennengelernt haben, so im Schnitt wird sich ja 4 Jahre nach der Hochzeit getrennt. Könnte vielleicht passen oder auch nicht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Kann ich hier so schnell gerade nicht finden. Machen. Aber mein Ventil ist Comedy und wer mich kennt, weiß, da bin ich jetzt noch nicht ganz fertig mit der Veranstaltung. Das wissen wir, da erzählst du uns gleich auch noch ein bisschen was dazu. Aber das Ventil Comedy ist ja auch wieder die Öffentlichkeit. Also gibt es ein Ventil für dich auch? Du machst ja privat für dich keine Comedy, damit es dir besser geht. Oh doch,
Oh doch, also ich bin der Erste, der da irgendwas sagt oder so. Das ist, also ich bin also privat, wenn man drüber redet, das geht ja nur mit Galgenhumor. Also ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen, was ich hier mache oder was man so sich so privat erzählt. Aber natürlich sind das Phasen im Leben, die nicht toll sind. Ich habe eine Trennung mit Kindern hinter mir. Von meiner Seite war es eigentlich so, dass ich gedacht habe, das haben wir jetzt einmal erlebt, das brauchen wir kein zweites Mal. Und dann kommt es dann immer wesentlich schneller und unverhoffter, als man gedacht hat. Mhm. Naja, jetzt muss man natürlich sagen, Promi-Ehen, also sagt mir die Promi-Ehe, die irgendwie gehalten hat, über mehr als 4 Jahre oder meinetwegen auch 5 oder 6 Jahre, absolute Ausnahme. Also ich denke, die Versuchungen sind scheinbar zu groß und die Fliehkräfte, also die allermeisten Promi, muss man einfach sagen, ich meine, die allermeisten Promi-Ehen gehen einfach auseinander. Und jetzt kann man natürlich sagen, Amira war vorher kein Promi, aber sie hat das ja weitlich genutzt, um jetzt einer zu sein. Und ja, das ist, wie gesagt, ist einfach so, ne? Da sprechen die Fakten, sprechen einfach entsprechende Sprache. Ich denke, das ist auch immer schwierig. Also angeblich haben die sich ja bei Tinder kennengelernt. Ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Also wenn ihr was anderes gehört habt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Aber ich meine, Olli ist halt bekannt, sie war es nicht. Und dann ist es natürlich immer so die Frage, datet man einen Fan quasi so, ne? Und das, ich meine, Justin Bieber und so machen das ja, hat das ja auch gemacht, glaube ich, sogar eine geheiratet, wenn ich die jetzt nicht verwechsel. Kann man alles machen, hat aber so seine Tücken. Und vor allen Dingen muss man, glaube ich, als erfolgreicher Mann immer gucken, was will denn die Frau? Will die wirklich mit einem zusammen sein? Ich will die jetzt auch wirklich nichts unterstellen, wirklich nicht. Oder nutzt sie das auch ein bisschen als Sprungbrett, ne? Um einfach bekannt zu werden. Und vielleicht ändern sich ja auch die Prioritäten. Und ich meine, klar, er fühlt sich jetzt wahrscheinlich ausgewechselt. Ja, vielleicht hat er das Gefühl, sie springt jetzt aufs nächste Sprungbrett und ja, ist bestimmt bitter. Und man muss wirklich, ich meine, es gibt nichts Wichtigeres als Loyalität in der Frau, sage ich immer wieder. Und gut, wie gesagt, wir kennen sie jetzt nicht, aber er deutet da ja so Schwierigkeiten an. Und ich denke, dass das, also unabhängig von den beiden jetzt, ist, glaube ich, schwierig, wenn man dann jemand datet und auch heiratet, der nicht selber auch ein bisschen im Rampenlicht steht, sondern vorher eben nicht. Das, ja, denke ich, macht das Ganze noch viel schwieriger, ne? Wie gesagt, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das seht. Aber man muss sozusagen diese Person erstmal aus diesem Fan-Status rauskriegen. Das hat sicherlich funktioniert irgendwie, ne? Sie hatten ja definitiv die Augenhöhe. Aber trotzdem, weiß nicht, schläft man, glaube ich, immer mit einem Auge wach, würde ich mir zumindest vorstellen, und fragt sich, ja, was haben wir hier eigentlich und welcher Basis steht eigentlich unsere Beziehung? Andererseits haben sie natürlich 2 Kinder und alles, ja, schwer zu sagen. Tja, ein wenig, es gab diese Trennung. Du hast damals schon gesagt, Amira wollte die Trennung, du nicht. Du hast noch drum gekämpft und dann kamen die Jetzt habe ich gerade in der Werbepause hier mal geguckt, die sind tatsächlich 4 Jahre zusammen. Das ist exakt, was die Wissenschaft so vorher sagt. 4 Jahre nach der Heirat, größte Trennungsrate. Dann kamen die Schlagzeilen auf, dass Amira dich betrogen hat. Wo kommen die eigentlich her? Ja, also was soll ich denn sagen? Ich bin ja jetzt auch nicht, also wir reden ja von dem, von unserem lustigen, positiven Vibes-Kollegen, von dem Bion. Und ein Mann, den Amira während eines Fluges nach Bali kennengelernt hat. Das haben sie selber in ihrem Podcast hier bei Hey Amira, in der RTL Plus App hörbar, haben die es gehört. Und wer das sich dann halt so genau anhört, und ich meine, der Podcast. Also er hat ja auch mal geteilt, dass sie da singen, We are in a bad romance oder sowas. Weiß nicht, ob das geschnitten ist oder so, aber das ist wahrscheinlich echt. Das kannst du ja auch nicht ausdenken. Aber wie gesagt, niemand weiß es, aber naja, ich reagiere jetzt auch nur auf sein Interview hier, aber ja, tatsächlich sind sie diese 4 Jahre zusammen, ist echt abgefahren. Wurde im Juni und er sieht ja auch echt schlecht gestrahlt, aus, aber wurde im Mai, Anfang Mai schon aufgezeichnet. Und dann passieren einfach Sachen, wo du denkst, alles klar, jetzt macht das ein oder andere noch mehr Sinn. Also es zum war Beispiel? Ja. Naja, also es ist ja, wenn eine Frau sich relativ zügig mit einem gewissen Tempo von einem
Also wenn du gar keine Chance mehr hast, was zu machen. Wenn du sagst, ja, okay, also dann lass uns das und das doch ansprechen an Themen, die für mich jetzt nicht grundlegend sind, weil ich finde, bei dem, was wir haben, gibt es sicherlich andere Sachen, über die man reden kann. Wenn du dann anfängst zu sagen, ja, alles klar, dann machen wir halt mehr Sport oder irgendwas anderes, so irgendwelche Sachen. Also, nee, jetzt ist auch scheißegal, jetzt brauche ich das nicht mehr. Und dann denkst du ja auch, okay. Das habe ich aber auch festgestellt, also sehr interessant, ja, mit sehr vielen... Ja, das ist tatsächlich, was ich bestätigen kann aus Paartherapiekreisen, dass wenn eine Frau sich einmal entliebt hat, dann ist finito. Also Frauen entlieben sich innerhalb der Beziehung, Männer häufig brauchen dann auch so die Zeit danach, also meistens trennen sich ja auch die Frauen, ne? Und das erlebe ich auch mal wieder in der Paartherapie, wenn eine Frau erstmal durch ist mit irgendwas, unabhängig davon, ob da jetzt jemand Neues ist oder nicht, dann ist Feierabend und dann sagt er, also jetzt der Text vom Mann ist dann häufig, ja, warum hast du mir das denn nicht gesagt? Und dann sagt der Text der Frau ist dann, ja, ich hab's dir gesagt, aber du hast es nicht gehört und jetzt ist es zu spät. Ja, das wissen wir jetzt nicht, wie der Vorlauf war, aber dieses, dass Frauen sich so restlos entlieben häufig und dann ist Feierabend, das kenne ich. Männern gerade auch, aber auch Frauen Gespräche geführt aus den Situationen. Und ich habe gemerkt, wenn eine Frau dir sagt, irgendwie du, das Ding ist irgendwie mehr oder weniger, ist jetzt schwierig, dann stehst du noch am Bahnhof in Köln und die ist schon längst in Mannheim. Also das ist schon durch. Aber einen ganz klaren Beweis hast du doch gar nicht, oder? Oder ist es eine männliche Intuition? Was soll ich jetzt sagen? Also was soll ich denn sagen? Soll ich jetzt hier kommen und sagen irgendwie... Weißt du, weshalb ich frage, Olli? Weil als ich die Geschichte verfolgt habe, da habe ich mich gefragt, ist es nicht so, dass wenn du verheiratet bist, man hat zwei Kinder zusammen, ihr habt eine gute Beziehung geführt, sehr öffentlich natürlich, aber wir haben euch als Paar wahrgenommen. Ist es nicht dann eigentlich so, dass du erst einmal deiner Frau, wenn sie sagt, nö, ist alles in Ordnung, dass du ihr eher vertraust als den anderen, die vielleicht dir irgendwas zutragen? Ich muss dir keinen anderen vertrauen. Also es ist einfach... Ja, ich meine, man spürt ja, wenn man mit seiner Frau so einigermaßen in Kontakt ist, dann spürt man ja, dass, mein Gott, da braucht man auch keine Beweise. Man spürt ja, dass sie sich entliebt hat, das spürt man mit jeder Faser und ob es dann jemand anders gibt oder nicht. Wie gesagt, bei Männern gibt es noch viel häufiger jemand anders, aber letzten Endes ist ja dieses Bittere, dass sich die Frau entliebt hat. Und da braucht man, glaube ich, auch keine Beweise, das kriegt man ja alle 5 Minuten... präsentiert und gut, und vor allen Dingen, wenn die Beziehung vielleicht vorher relativ, wobei ich hatte schon den Eindruck, dass sie in dem Podcast, dass sie sich ganz schön gemützt haben, so immer, aber wissen wir jetzt nicht, wir waren nicht dabei, scheinbar kam es ja für ihn doch ziemlich aus dem Nichts, aber habe ich ja auch gesagt, viel für sie vielleicht nicht, aber ist schon irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, auf jeden Fall hätte ich nie gesagt, dass mir mal Olli Pocher leid tut. Da tut mir echt leid. Und ja, sie wirkte halt, wissen wir ja jetzt nicht, aber sie wirkt halt relativ kühl. Wobei ich fand sie schon immer kühl, muss ich sagen. Also wie sie das jetzt so durchzieht, die Trennung, ach, schon irgendwie krass. Aber andererseits, ja, man muss natürlich heutzutage nicht mehr zusammenbleiben. Ne? Es ist, wie es ist. Ne? Die Sache ist einfach... Was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt hier anfangen mit Hotelrechnung oder irgendwas anderes? Ich muss niemandem was beweisen. Amira muss in ihrer Welt, mir ist das auch mittlerweile halbwegs, also Amira kann in ihrer Darstellung so bleiben, wie sie ist, dass sie den zweimal getroffen hat. Jetzt haben sie schon mehrfach getroffen, jetzt verstehen sie sich mittlerweile schon besser. Das kann die alles so erzählen, wie sie will. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr. Also von daher, auch wann, wie, wo, was. Ja, auch das. Offensichtlich hat sie aus seiner Sicht gelogen. Und ja, wie gesagt, vielleicht spricht er über Hotelrechnungen, keine Ahnung. Und das ist natürlich auch richtig, das sagt übrigens auch die Wissenschaft, dass so eine krasse Lüge reicht aus, um das Vertrauen komplett zu zerstören. Es sei denn, was wir in meinen Mails immer haben, Menschen, die aus ganz schwierigen Familienverhältnissen kommen und weiß ich nicht, Liebe verwechseln mit diesem Chaos, mit diesem Drama und immer neue Chancen geben. Also für die meisten Menschen ist es tatsächlich so, einmal so richtiges Vertrauen gebrochen und das war's. Und Vertrauen gebrochen heißt ja auch, dass man nicht gleich damit rauskommt, oh, ich habe mich jetzt entliebt oder ich lerne irgendeine Person X kennen vielleicht oder auch nicht, sondern ja, dass man das unter Umständen erst nach Ereignissen, die es vielleicht gegeben hat oder nicht gegeben hat, hört. Ja,
das führt ja dann erst zu so einem Vertrauensbruch. Ne? Also bei so Fremdgeh-Geschichten, wie gesagt, wir wissen es nicht, aber ist es oft gar nicht das Fremdgehen, was einen so fertig macht, sondern dieses Belogenwerden so, ne? Vielleicht meint er das. Passiert ist, ich bin einfach auch da jemand, der eine gewisse Transparenz dann einfach einfordert. Und wenn man die nicht geben kann und wenn man dann weiterhin sein Narrativ weiter so erzählt, dann ist es halt so. Aber kommt ja Donald Trump oder andere auch mit durch. Wie ist denn euer Verhältnis im Moment? Ihr habt die beiden Kinder. Okay, dass ihr jetzt einen Donald Trump vergleicht, das zeigt natürlich, wie enttäuscht er ist, wie wütend. Und ja, Donald Trump ist natürlich auch Meister der Manipulation und des Gaslightings und ist schon ein harter Vergleich. Und ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, definitiv ein Blick in seine Seele, wie er das empfindet. Und scheinbar nicht so, als wenn das irgendwie fair abgelaufen wäre, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, ihr müsst euch ja absprechen, ihr müsst euch wahrscheinlich auch abwechseln, wer die Kinder wann übernimmt. Wie geht ihr miteinander um? Also ich von meiner Seite bin da sehr, versuche im Interesse der Kinder relativ normal zu sein. Ich sehe das bei Amira eher schwieriger. Also ich glaube, da fehlt ihr dann noch die emotionale Reife oder auch, dass sie da vielleicht was zu machen kann. Also es ist ja, ein harter Vorwurf, dass ihr die emotionale Reife fehlt. Ich meine, hat sich eine jüngere Frau gesucht und das heißt ja nicht, dass sie unreifer ist, aber naja, das ist natürlich schon ein harter Vorwurf. Aber letzten Endes ist es natürlich so, vor allen Dingen, wenn vermeintlich Dritte im Spiel sind oder man sich irgendwie belogen fühlt, ja, dann ist es natürlich immer messy, solche Trennungen. Und das klappt so gut wie nie, dass dann so völlig knochentrocken die Absprachen funktionieren und die Kinder und das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist dann halt immer so. Man sagt immer so, das wird einem selber nicht passieren, aber de facto passiert es den meisten, ne, die sich so ein bisschen messy auseinandergehen. Ist ja einfach so, man muss sich ja absprechen. Sie wohnt da ja direkt um die Ecke, dass man die Kinder regelmäßig sieht, aber das ist ihr Thema. Ich wäre da entspannter. Sie kann das nicht so trennen. Und das sind halt so, das nervt mich halt. Ich kenne das ja auch immer. Es sind immer dieselben Sprüche. Nein, ich würde nie so sein. Sie hat ja auch den... Ja, das werfen ja viele Männer ihren Frauen vor, dass sie die Kinder einsetzen für ihre Belange. Auch wie oft der Mann sie sehen darf oder auch nicht. Wissen wir jetzt alles nicht, aber es wirft das natürlich zwischen den Zeilen so. Kriegt man solche Gedanken, sage ich mal. Deswegen ist es auch immer so wichtig, so schnell wie möglich ganz klare, also nicht sowas, ja, wir machen das irgendwie so, sondern ganz klare Regeln zu schaffen. Also gerade, wie gesagt, wenn es so eine streitige Trennung ist, dann sollte man so schnell wie möglich, ja, auch wenn man denkt, wir wohnen auch hier so nah beieinander, die Kinder können ja rüberlaufen. Tatsächlich brauchen die meisten Paare knallharte Regeln. Ne? Stress mit Sandy und so mitbekommen und dann passiert eine Situation und dann ist das alles nur blödes Gelaber. Und was meinst du mit, ihr fehlt die emotionale Reife? Naja, also sie hat ja so eine Situation jetzt noch nicht durchgemacht, eine öffentliche Trennung mit allem, was dazugehört und so. Und ich meine, was soll ich denn sagen? Also der andere Kollege ist ja jetzt emotional für mich da jetzt auch nicht auf einer Gewinnerseite. Also wer Frau und ein Kind hat, was sogar noch einen gewissen Krankheitsverlauf hat und wer dann seine Libido nicht im Griff hat und meint dann irgendwie noch eine verheiratete Frau anzubumsen, der hat halt einfach, dann ist dann so, wie er halt da ist. Und wenn man das vor... Ja, die überhaupt eine Scheibung fest, da wäre nichts. Wie gesagt, wenn das doch irgendwann mal rauskommen sollte, dass die was hatten, stehen die natürlich super scheiße da irgendwie, ne? Vor allen Dingen so jemand, der so ganz was anderes predigt noch. Aber so ist die Welt. So ist die Welt. Und sie, wie gesagt, sie ist ja auch Fähnchen im Wind, dann wird gegen Influencer ausgeteilt jahrelang, wird sie selber der super krasse Influencer. Ja, mich macht das immer so fertig, ey, wie die Welt ist. Und oft vergessen die Menschen das ja auch und feiern es dann doch wieder und vergessen einfach, ja. Also von daher, wenn wir sehen, wie das weitergeht, aber oft ist es natürlich, also mittlerweile ist es natürlich auch bei vielen so, dass dann doch irgendwas hängen bleibt und guten Eindruck macht es jetzt nicht gerade, wenn das sich irgendwie rausstellen, also sie behaupten ja, sie hätten keine Beziehung, aber keine Beziehung, weiß ich nicht, heißt das jetzt, dass man trotzdem was gehabt haben kann oder dass sie einer haben werden in der Zukunft oder, also auf jeden Fall, wenn da, ich denke, wenn sich das doch irgendwie zeigt, dass die beiden was miteinander haben,
Das wird nicht gut ankommen. Ja. Vor allem, weil es ein Geschäftsprinzip macht und halt vorne irgendwie Glückskeksweisheiten raushaut, die man sich irgendwo anders zusammengeklaut hat. Der kann ja gerne das so machen, aber ich sehe das anders. Ich muss noch mal fragen, Olli. Es gibt ja so eine... Super Spiel, die Dolphins kommen gleich. Ja, da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Also wie gesagt, ich sage nochmal ganz deutlich, das ist denen ja auch wichtig. Sie sagen, da war nichts. Und ja, wir hören uns einfach an, wie Olli das sieht. Und aber wie gesagt, manchmal muss man ja auch die Feinheit der Wörter auch achten, keine Ahnung. Aber irgendwie, so ein Geschmäckle bleibt natürlich. Ah, eine Sache muss ich dich jetzt nochmal fragen. Es gab ja trotzdem eine gemeinsame anwaltliche Erklärung, dass die beiden keine Liebesbeziehung haben. Wahnsinnig gut. Also, du stellst gut, richtig gut. Ja, also sag du doch als Medienprofi, fandst du das gut oder eher schwierig? Ja, es geht mir gar nicht darum. Es geht mir doch nur darum. Aber erzähl doch mal. Ja, aber es hat ja nicht so. Finde ich so gut, dass die nehmen mal jeden auseinander. Ich finde es so gut, dass er mal zurückfragt. Und ich finde, da finde ich Frau Ludewig jetzt auch echt richtig schwach. Ja, Markus sagen, Lanz, wie findest du es das hat denn? Ja nichts mit mir. Du als Journalistin. Aber ich sehe das nicht aus der Situation als Journalistin und auch nicht als Medienprofi. Doch. Ich frage mich doch. Nur. Du machst doch ein Boulevardmagazin. Ich frage mich nur. Ja. Wie fandest du das denn? Hast du Beweise dafür, dass die beiden zusammen sind? Wie fandest du das denn? Ob die zusammen sind oder nicht, ist doch scheißegal. Ist doch, ich kann doch mit dir irgendwie, ich kann doch hier sitzen und kann morgen eine anwaltliche Erklärung rausgeben, ich habe mit dir nie geredet, sondern aber, ich habe ein Interview geführt. Aber wenn es nicht stimmt, dann ist das, haben die beiden ja recht. Was bitte? Wenn es tatsächlich nicht stimmt, dann haben die beiden... Aber ganz ehrlich, also du bist doch, sag doch mal, wie fandest du das denn? Ich sehe es als Frau. Als ja, ich Frau? Denke, jetzt stell dir als mal vor, die, Frau? Jetzt stell Weil, was, mal, denn, was willst du, siehst du denn als Frau? Aber wenn das jetzt wirklich nicht... Ja gut, ich meine, letzten Endes, wie gesagt, spielt es für uns so lange jetzt auch keine Rolle. Offensichtlich hat sie sich schlagartig entliebt, zumindest den Rest des Entliebens. Für ihn kam das ein bisschen aus heiterem Himmel. Hotelrechnung, fühlt sich belogen. Von daher könnte es auch irgendjemand anders sein. Ist klar, es ist jetzt ein noch mehr spicy, wenn das mit dem ist. Aber es ist letztlich aus, wie gesagt, auf die deren Ehe ist es eigentlich völlig wurscht. Wer das war und ob es da überhaupt was war, aber er scheint ja davon auszugehen, mit irgendjemand war da irgendwas und naja. Stimmt. Was soll denn jetzt nicht stimmen? Dass die beiden gar keine Beziehung haben, das was Beziehung, sie ja... ich meine Beziehung oder sowas halt. Frauke, was denn irgendwie? Ich kann dich jetzt auch gleich im Hotel anbumsen, oder kann ich sagen, aber wir haben keine Beziehung. Was ist denn da, was willst du denn jetzt von mir? Also, mach aber, doch, wer macht... Also ich finde ihn so authentisch und in seiner Polarität und nahbar. Ich habe ihn noch nie so erlebt, also das finde ich richtig krass, wie er sich hier so zeigt und so und... ich denke, ich weiß nicht, auch so lese, viele finden ihn das erste Mal richtig sympathisch irgendwie. Und er kann Sachen einfach auch so auf den Punkt bringen. Ne? Also ich finde es mega. Ach denn sowas. Wer hat den Artikel in der Bild-Zeitung und fängt dann an, irgendwie am nächsten Tag ein gemeinschaftliches Anwaltsschreiben rauszuhauen? Wer macht denn das? Das ist ziemlich das Dümmste, was ich je gesehen habe. Wenn nichts dran ist, sagst du, du Leute, die Bild-Zeitung, also die schreiben ja hier Sachen und so. Warum sollte man das denn machen? Wer ist in dieser Situation, die natürlich jetzt auch noch aufgeheizt ist, was ich total verstehen kann. Und ich sehe ja, was denn? Die Leute verstehen immer alles oder nicht oder sowas. Ja, nein, aber wer ist in dieser Situation... möglich, sich noch mit ihr an einen Tisch zu setzen und nochmal versuchen. Von meiner Seite, ich setze mich an jeden Tisch der Welt oder so, weil da hat ja gar kein Interesse dran. Mir ist das egal, ich mache mein Ding. Ich habe da einfach irgendwie, ich gehe da mit einer gewissen Ehrlichkeit und Comedy um und das war's. Und am jeder. Ja, das ist, wenn es erstmal genug Streit gibt, dann ist es auch schwierig, sich an einen Tisch zu setzen. Deswegen glaube ich auch für viele Paare, außer für so unteraktivierte Paare, aber für viele Paare ist es, glaube ich, zu viel verlangt. Die können das einfach nicht. Ich kann das auch total verstehen und viele bringt auch eine Meditation nichts, weil die einfach nicht an dem Punkt sind, wo sie das so könnten und dann ist manchmal auch wirklich besser, das vielleicht auszufechten oder ja, oder zu sagen, nee, wir können uns nicht an einen Tisch setzen. Ich meine, er sagt jetzt zwar ja, aber offensichtlich haben die ja gerade keine Gesprächsebene so richtig, so wirkt es auf jeden Fall. Aber das von außen immer so leicht gesagt, setzt euch doch mal an einen Tisch, wenn so richtig die Emotionen hochkochen. Kann erzählen, was sie will, die kann auch erzählen. Niemand wird doch ein Video finden, wo irgendwie verwackelt die irgendwie. Ich meine, bei ihm ist es, glaube ich, also er war ja erst ganz anders drauf. Aber offensichtlich hat es für ihn da jetzt Erkenntnisse gegeben. Hat er auch gesagt im Podcast, Vertrauen ist weg. Dass er eben nicht mehr von so einer sanften Trennung ausgeht, sondern sich einfach verarscht fühlt, scheinbar so. Und dann, ja, da hat man eben auch mal
hat man eben auch vielleicht keinen Bock mehr, sich an einen Tisch zu setzen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und ist mal halt erstmal sauer. Wenn wir miteinander irgendwie Geschlechtsverkehr haben, ist mir doch egal. Dann haben sie es halt so, wie es halt ist. Sie kann erzählen, dass es da ist. Er kann weiter seiner Frau erzählen, dass er irgendwie mit der nichts am Tut hat. Sollen sie doch einfach erzählen, wie sie wollen. Ist mir auch egal. Also ich kann ja auch erzählen irgendwie. Ich kann alles erzählen. Also ob man kann es abstreiten oder man kann es so stehen. Man muss mit sich selber klarkommen. Für mich ist es auch egal, ob die wann wo irgendwas gemacht haben. Ein emotionaler Vertrauensverlust, der dann irgendwann entstanden ist, so wie er da stattgefunden hat, der ist dann einfach auch nicht mehr zu kitten. Und ich erwarte einfach auch von einer Frau und von meiner Ehefrau, für mich ist das nicht irgend so ein dahingerotztes Stück Papier oder irgendwas anderes. Wenn ich zwei Kinder habe und wenn ich so viel irgendwie miteinander aufgebaut habe, dann habe ich die Eier in der Hose und sage dem anderen Partner, was halt ist und was nicht. Und wenn ich das nicht mache, dann muss ich auch mit den Konsequenzen rechnen. Du hast eben schon erzählt, du machst den Podcast mit Alessandra weiter, mit deiner Ex-Frau. Ist sie dir in diesen Zeiten jetzt eine Stütze? Hilft dir das? Also wir haben auch mit Sandy auf, wir haben auch unsere Themen und irgendwas anderes oder so. Aber wir haben selber, das ist schon... Ja, da sieht man ja, wenn genug Zeit vergeht, dass man auch befreundet bleiben kann. Ne? Das ist echt ganz cool. Interessant, weil wir natürlich auch diese ganze Situation reflektieren und sagen, ja, du, wie ist es denn bei uns gelaufen irgendwie oder sowas? Halt, war doch auch eine schwierige Situation. Bei uns war es aber was anderes. Also es gab auf jeden Fall keinen Betrug oder einen Vertrauensverlust, den wir da... Ja, also davon geht ja ganz klar aus, mit wem auch immer. Und das ist halt, wie gesagt, man kann ja sagen, man entliebt sich, man kann sagen, Mensch, da bahnt sich irgendwas an und ich gehe jetzt lieber, also... Aber das ist halt auch schade fürs Danach, ne? Das ist, wenn man sich natürlich so verarscht fühlt, ist auch dieses... Gemeinsam Eltern sein, ist echt schwierig erstmal. Also wir sind einfach, haben uns klassisch, weil wir einfach aus unterschiedlichen Ebenen kommen, das war klar. Also wenn wir nicht... Die unterschiedlichen Ebenen, ne, ist glaube ich ganz wichtig. Unsere Tochter so früh bekommen. Und das war natürlich bei Maya, seiner Ex-Frau, glaube ich, nicht. Hätten, wären wir höchstwahrscheinlich nach einem Jahr auseinander gewesen und gesagt, schön war es, aber irgendwie passt das nicht. Dann im Sinne der Familie... Okay, also Kinder haben sie zusammengehalten... gut, ist die Realität. Versucht man das aufrechtzuerhalten und irgendwann hat es dann auch bei Sandy und bei uns nicht gereicht und sie wollte nach Amerika. So. Achso, er redet über Sandy. Dann haben wir uns auch jahrelang die Köpfe da eingekloppt irgendwie. Ja. Und im Nachgang sagt Sandy auch, da hat sie um jeden Tag und jede Stunde gekämpft, die sie die Kinder haben wollte. Und jetzt ist sie froh um jeden Tag, den sie die Kinder loswerden kann. Mhm. Olli, danke für deine offenen Worte. Fantastisch. Was ist mit den Dolphins? Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dich hier hinsetzt. Kein Problem. Dass du... Brauchen wir eigentlich noch das Interview danach noch machen? Wir haben jetzt alles drin. Da könnte auch ein Best-of raus. Ach, wir machen noch ein Interview. Ich rede einfach so gerne mit dir. Und weißt du, was ich mir wünsche? Dass vielleicht dieser Nachmittag dir auch ein bisschen Abwechslung bringt. Ich wünsche mir, dass du noch mal sagst, wie du das Anwaltsschreiben findest. Wenn du das so liest, sei doch nicht neutral. Sag doch, hau doch mal meine Meinung raus. Ich muss neutral sein. Du musst doch nicht neutral sein. Ich bin Moderatorin, ich muss doch kein Scheiß, du musst doch nicht neutral sein. Olli, aber wir wollen jetzt das Thema verlassen. Wir wollen das Thema nicht verlassen. Du kannst doch mal, ich bin Markus Lanz, ich bleibe jetzt mal dran. Du musst auch mal eine Stellung beziehen. Immer dieses Luschi rumeiern. Ihr haut die Promis jeden Tag in den Sack. Ich war ja nicht dabei, weder auf der einen Seite noch auf der anderen. Nein, ich muss auch keine Stellung beziehen. Doch. Gut, lassen wir es dabei. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich bleibe ein bisschen dran, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns bald wieder und macht die fucking Kurse. Ich habe auch so einen Kurs für Paare übrigens auch. Und wie gesagt, das ganze Interview verlinke ich natürlich unter dem Video. Ciao, ihr Lieben.